Für mich sind Tattoos einfach eine Möglichkeit, Geschichten zu erzählen und auch eine Form der Kunst, die es mir erlaubt, Dinge, die mich im Positiven wie im Negativen geprägt haben, immer bei mir zu tragen. Aber Tattoos sollten natürlich auch immer gut überlegt sein und bei all meiner Tattoos hätte ich mal besser ein bisschen länger drüber nachgedacht. Ich bin Alina und heute auf dem Weg zu Vicky. Sie ist Tätowiererin und kann mir hoffentlich weiterhelfen. Hallihallo! Na? Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Hast du gut hergefunden? Ja, ja. Ja, ja, aufgeregt. Ein bisschen. Ein bisschen. Dann kämpfen wir mal gemeinsam dagegen an, wa? Trotzdem auch für den Urlaub, oder? Genau, ich habe dort meinen Tauchschein gemacht und ich würde das trotzdem gerne bei diesem Urlaubstattoo belassen, aber vielleicht ein bisschen was Sinnvolleres als ein Flugzeug. Und es ist halt auch dazu noch nicht unbedingt schön geworden. Ja, ist ein Flugzeug. ist keine gravierende Sache. Ja, also wir haben keine Vernarbungen. Nichts ist irgendwie völlig verlaufen oder sonst irgendwie, dass die Haut kaputt gemacht wurde. Daher sehe ich von der Hautstruktur erstmal überhaupt gar kein Problem, das zu covern. Ich hätte da was vorbereitet, ganz grob. Wir können uns das mal anschauen und schauen, ob das dir überhaupt gefällt und ob das Sinn macht, das da rüber zu legen. Mhm. Ja? Ja, gerne. Das würde ich jetzt einfach mal kurz ins Reine zeichnen und dann haben wir einfach noch ein bisschen Zeit zu quatschen. Mich würde generell auch einfach mal interessieren, seit wann machst du das Ganze? Seit wann bist du Tätowiererin? Ich mache das jetzt tatsächlich erst seit ein bisschen über 2 Jahre. Also ich bin alles andere als ein Profi. Ich bin selber natürlich noch recht jung in der Industrie, versuche mich zu verbessern, wo es nur geht. Aber man kriegt natürlich auch innerhalb von 2 Jahren schon einiges mit, wie die Industrie funktioniert. Was für Voraussetzungen man natürlich für den Beruf braucht, wie man mit Kunden umgeht. All solche Sachen. Also das ist alles so ein bisschen Learning by Doing, denn Tätowieren ist leider noch immer kein anerkannter Ausbildungsberuf. Das wird nicht staatlich unterstützt. Wir haben keine Schulen, an denen uns irgendwas beigebracht wird. Eine Tattoo-Ausbildung ist zu größten Teilen sehr, sehr autodidakt. Also im Endeffekt suchst du erstmal nach einem Studio oder auch nach einem einzelnen Tätowierer, der bereit dazu ist, einen Azubi anzunehmen und den auch auszubilden. Und irgendwann hast du dann die Möglichkeit, natürlich auch selbst zu tätowieren. In der Regel fängst du die ersten Tattoos auf Kunsthaut an. Tatsächlich habe ich meine ersten Tattoos noch auf Schweinehaut gestochen. Alleine auch, um ein Gefühl für die Maschine zu bekommen. Also man muss sich vorstellen, das ist jetzt nicht wie mit einem Stift auf Papier oder eben auf dem iPad. Die Tattoo-Maschine ist schwer, sie vibriert und du musst in die Haut rein. Das ist schon was ganz, ganz anderes als Zeichnen. Und gerade für diese Anfänge ist es super, wenn du so eine Maschine schon mal in der Hand hattest. Was war denn dein erstes Tattoo? Also das erste, was du gestochen hast? Das war ein Fuchs mit einem Hirschgeweih und da drin waren Rosen. Okay.
Aber nicht auf dir selbst? Nee, tatsächlich nicht auf mir selbst. Das wurde mir damals verboten. Es war eine sehr, sehr alte Freundin von mir, die ich damals noch auf dem Spielplatz kennengelernt habe tatsächlich. Und das Aufregende an der Sache war, es war auch ihr erstes Tattoo. Und ich weiß gar nicht, wer von uns beiden aufgeregter war. Es hat auf jeden Fall eine Dreiviertelstunde gedauert, bis ich am Ende die Nadel dann wirklich angesetzt habe und den ersten Strich gemacht habe. Und das auch erst, nachdem sie mich dann angeschrien hat. Mensch, jetzt fang endlich an! Okay, Entschuldigung! Aber ich war fürchterlich aufgeregt. Meine Hand hat gezittert, als hätte ich Schüttelfrost. Es war ganz komisch. Mich erinnert mein erstes Tattoo immer an mein Auslandsjahr in Las Vegas und an meinen 18. Geburtstag und damit auch einfach an eine enorm wichtige und prägende Zeit in meinem Leben. Deine beste Freundin hat dich also da ziemlich unterstützt bei dem Wunsch. Wie sah das bei deinen Eltern aus? Ja, die waren am Anfang natürlich nicht ganz so begeistert. Ich habe es zuerst meiner Mutter erzählt, über Skype. Okay. Das war nach dem Studium, ich hatte meinen Bachelor in der Tasche, wusste dann schon, ob ich das jetzt wirklich in der Industrie für immer machen will, kam dann irgendwann auf, hey, tätowieren wäre doch super cool und hab's ihr dann erzählt und hab vorher noch gesagt, ja Mama, setz dich mal besser hin. Habe ich verkündet, ich habe mir jetzt überlegt, dass ich mit meinem Leben anfange, ich möchte jetzt tätowieren. Und dann kam von meiner Mutter nur, aha, okay, 5 Minuten Pause. Das war auch schon der größte Teil des Gesprächs. Also sie hat dann auch zu mir gesagt, sie braucht dann erstmal noch einen Moment. Die Reaktion war aber super im Vergleich zu der meines Vaters. Der hat dann nämlich direkt zu mir gesagt, ja, aber Victoria, dann hast du doch nur noch mit alten, fetten, bärtigen, besoffenen Seemännern zu tun und mit Prostituierten. Papa, nee. Ganz so ist es nicht mehr, ja, es ist schon gesellschaftlich ein bisschen mehr anerkannt. Das sind teilweise Anwälte, Polizisten, es sind Studenten, teilweise Schüler, also da ist wirklich alles ganz bunt gemischt. Es gibt gar nicht mehr dieses eine Klischee, die lassen sich tätowieren und die nicht. Ganz oft sind es Leute, von denen du es dir gar nicht vorstellen kannst, die auf einmal dann doch den kompletten Rücken voll tätowiert haben. Du siehst es den Leuten nicht mehr an. Es ist keine gesellschaftliche Eingrenzung mehr im Klientel Tätowierte. Ja, vor knapp 10 Jahren hat er immer zu mir gesagt, ich würde niemals einen Tätowierten einstellen, das ist doch völlig asozial. Jetzt hat er eine Tätowiererin als Tochter. Punkt 1. Und die meisten seiner Mitarbeiter und Kollegen sind ebenfalls tätowiert. Aber inzwischen sind sie beide super stolz drauf. Sie sehen, was ich mache, sehen, dass ich da trotzdem irgendwie noch meine Kunst teilweise auch auf den Menschen bringen kann. Und ich glaube, das ist für sie das Wichtigste, dass sie sehen, dass ich jetzt damit happy bin. Und mit was für Wünschen kommen die zu dir? Warum lassen sich Menschen tätowieren? Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Also heutzutage ist es viel Ästhetik, reine Ästhetik, dass die Leute sagen, ich möchte es gerne haben, weil ich finde es schön. Dadurch, dass das Ganze auch gesellschaftlich sehr viel mehr anerkannt ist, ist das natürlich auch viel mehr möglich als noch vor ein paar Jahren. Häufig sind es Leute, die sich in der Trauerphase befinden. Mein Opa war der Eulenopa. Er hatte verschiedenste Eulenfiguren, Eulenbücher und ich habe diese Faszination irgendwie von ihm übernommen. Bei meinem Opa muss ich immer an Eulen denken und so fühle ich mich auch 13 Jahre nach seinem Tod immer mit ihm verbunden. Eine Kundin, die ist sehr, sehr jung, Anfang 30 und die hat ganz früh ihren Mann verloren. Und sowas ist natürlich auch immer wahnsinnig ergreifend, weil man selber ja auch in einem ähnlichen Alter ist und denkt, Mensch, das hätte mir genauso passieren können. Und dann tätowierst du deinen Kunden und auf einmal fängt der oder sie unglaublich an zu weinen. Und am Anfang wusste ich immer gar nicht, was mache ich jetzt? Ja, man will automatisch ja eher mitweinen, muss aber irgendwo
dann vielleicht auch professionell sein. Ich denke immer, man muss gerade beim Tätowieren so ein gesundes Zwischending finden. Ne? Dadurch, dass man sich so nah ist und das so eine persönliche Ebene hat. Ich nehme die Leute dann in den Arm. Mir fließt dann auch mal eine Träne über die Wange. Ja, ich sag, dass es mir wahnsinnig leid tut und man versucht, den Menschen damit aufzubauen. Und ich will so nah dran sein wie möglich. Und wenn das was Trauriges ist, möchte ich das auch lieber nachempfinden können, weil ich denke, dass die Arbeit und das Projekt dann noch sehr viel individueller und besser wird und auch viel besser zu der Person passt. Und außerdem hat die Person, die das Tattoo dann ihr Leben lang trägt, du hast ja nicht nur das Tattoo, mit dem du nach Hause gehst, ja, wie jetzt zum Beispiel bei deinem Flugzeug, sondern du hast immer diese Erinnerung auch an den Urlaub. Und du wirst dich mit Sicherheit auch immer daran erinnern, wie dann dieser Tattoo-Termin damals abgelaufen ist. Egal, wie schlimm der Anlass ist, dass sie trotzdem mit dem Tattoo selbst und dem Termin was Gutes verbinden. Gibt es trotzdem Tattoos, die du nie stechen würdest? Die du ablehnst? Ja, also ist immer ganz schwierig, Sachen abzulehnen. Also wo ich nie zweimal nachdenke, sind natürlich immer Tattoos, die in eine politische Richtung gehen, die ich unter gar keinen Umständen tolerieren kann. Das ist eigentlich so das, wo ich immer Nein sage, was auch immer sehr, sehr kritisch ist, sind die Namen von Partnern oder so, weil sowas kann immer in die Brüche gehen. Und macht man das noch? Ja. Okay. Volle Kanne. Also ganz viel, tatsächlich. Wirklich? Mhm. Aber wir covern auch viele. Und da ist natürlich dann das Problem, du hast dann die Erfahrung irgendwo, ich will nicht, dass du in 2 Jahren dastehst und willst, dass ich dir mein eigenes Tattoo cover, deswegen lass uns das nicht machen. Da kann ich mich ja noch ganz glücklich schätzen mit meinem Flugzeug. Ja, definitiv. Also es hätte schlimmer sein können. Nimmst du dann einige der Geschichten auch mit nach Hause? Ja, definitiv. Gibt es da irgendeine Methode, diese doch teils tragischen Schicksale, die du mitbekommst, zu verarbeiten? Natürlich reden, viel mit meinem Freund reden und ganz klar mit dem Hund spazieren gehen, die Ohren kneten bis zum geht nicht mehr, durchs Fell wuscheln und halt einfach durch den Wald ab dafür und versuchen, das irgendwie alles sacken zu lassen, verarbeiten. So, ich hätte das Design jetzt soweit druckfertig vorbereitet. Ja, cool. Direkt nochmal in verschiedenen Größen. Wunder dich nicht, es ist vielleicht gleich ein bisschen größer, als du denkst. Zur Not lassen wir es auch nochmal kleiner raus. Ja, mhm. Jetzt drucken wir das erstmal. Creating Happy People, das ist Vickys Motto und genau deshalb habe ich sie mir heute auch ausgesucht. Meine Tattoos erzählen alle Geschichten und auch wenn diese zum Teil mit Trauer verbunden sind, erinnern sie mich doch an Menschen, die mich glücklich gemacht haben. Und so macht mich heute auch die Erinnerung an genau diese Menschen glücklich.